wissenschaftliche, sondern nicht. Und das ist der große Erfolg, dass man die Gentechnik für Bauern präsentieren kann, sodass sie es verstehen. Und das ist für mich wichtiger als nur die Konsumenten. Die sind sowieso dagegen. Da haben wir noch ein Wort, bitte. Also, wenn ich den Anzeigen in dem Vortrag im Booking gehört, war beeindruckend, heute ist genauso beeindruckend. Ich glaube, die nächsten fünf Jahre genauso beeindruckend. Aber nicht ganz selber, oder? War im Booking vor 14 Tagen, 3 Wochen. Aber war nicht dasselbe, oder? War das Gleiche. War das genau so. Nein, war nicht das Gleiche, aber es war so füllend, so berauschend, einfach perfekt, kann man nicht anders ausdrücken. Ich hätte nur ein paar Sachen, und zwar bei Arte, wir haben wirklich verschiedenste Sendungen gebracht, war gestern zum Beispiel über Schweinegrippe und Vogelgrippe und so weiter, Beitrag. Und wenn man das jetzt in Deutschland betrachtet, zuerst war die Impfung, waren sie so freiwillige 25%. Gestern haben sie gesagt, jetzt sind es gerade mehr so 12%. Weil die Leute vielleicht vernünftiger werden, höriger werden oder ein bisschen besser aufpassen, was auch immer. Und die Hoffnung ist bei mir jetzt auch da, das sind doch eine Menge Leute, das sind zwar nicht mehr ganz so viel, dass die Leute was mit nach Hause nehmen, dass sie es weiter erzählen, und das muss ein Selbstläufer werden, wie das Schneeballsystem. Und ich glaube, dass man es noch ein bisschen ändern kann. Ich bin Optimist und ich hoffe zumindest drauf. Das hat sich selbst erklärt. Sind noch weitere Wortmeldungen? Ich glaube, es ist echt spät genug. Dann darf ich die Maria um ein Schlusswort bitten. Ja, die Zeit ist wie im Flug vergangen. Es war so interessant. Dankeschön für die interessanten Diskussionsbeiträge und Fragen und für die kompetenten Antworten. Man merkt die Erfahrung und das umfangreiche Wissen und auch super Ansichten und ja, Einstellungen zu dem ganzen Thema. Ich habe eine Kleinigkeit. Gutes österreichisches Tröpfchen für Brasilien, die Heimat. Denken Sie an uns, wenn Sie es trinken, dass in Österreich viel Leid sind, gleichgesinnte, dankbare Leid für Ihren Einsatz, die das sehr zu schätzen wissen, was Sie da für Brasilien, für Österreich und überhaupt für die ganze positive, hoffentlich positive Entwicklung beitragen. Dankeschön für den Vortrag. Ich möchte mich auch nochmal bedanken fürs Kommen, fürs aufmerksame Zuhören. Man hat gemerkt, dass euch das auch alle gefesselt hat. Wir haben viele Anregungen gekriegt, wie wir weiter da können, wie wir mit dem jetzt umgehen können, was wir daraus machen können. Viel Hintergrundwissen, viel Zusammenhänge haben wir erklärt gekriegt. Und ich hoffe, dass das wirklich im Schneeball-Effekt, im Sinne, dass das jeder ein bisschen in seiner Umgebung nach seinen Möglichkeiten dann auch wieder weiter mit dem arbeitet. Also dann glaube ich, haben wir mit dem heutigen Abend wieder sehr viel erreicht an Bewusstseinsbildung und an positiver Richtungsentscheidung. Kommt gut heim, gute Nacht und lasst euch nicht pflanzen. Jetzt ist in ARD eine Sendung gelaufen, Heilung unerwünscht. Da geht es um die Neurodermitis. Da gibt es eine Salbe, die ist 1995 schon erfunden worden von einem Arzt, aber die wird nicht zugelassen. Die Pharmazeutenindustrie nimmt die nicht an. Das ist in Bochum, ein Arzt hat das schon feststeht, dass die Salbe gut ist und dass sie wirkt. In Amerika an der Universität ist auch ausprobiert worden, aber die Pharmazeuten wollen es nicht, weil sie wollen eher eine Krasse bringen. Und jetzt ist der Film, ist nun mal auf WDR am 30. November um 22 Uhr. Die Sendung heißt Die Store. Vielleicht könnt ihr euch es anschauen. Im Internet war es auch drinnen, kommt man es auch anschauen. Dankeschön.